Vor kurzem lag das Greenpeace-Schiff Beluga II an der Weser in Bremen. Die Hansestadt war eine Station auf einer rund dreimonatigen Tour durch Deutschland. Mit im Gepäck hatten die UmweltaktivistInnen ein wichtiges Anliegen: den Stopp der Rüstungs- und Waffenexporte in sogenannte Drittstaaten, also Länder, die nicht zur EU oder zur NATO gehören. Denn immer wieder tauchen deutsche Waffen in Krisen- und Kriegsregionen auf. Greenpeace will das ändern und sammelt dafür Unterschriften. Mit dabei ist auch Alexander Meyer von der Greenpeace-Ortsgruppe Bremen. Also das Hauptziel ist ein Rüstungsexportgesetz, das Rüstungsexporte aus Deutschland nur in EU-Staaten oder EU-gleichgestellte Staaten zulässt, sodass wir eben nicht mehr die Situation haben, dass ja, Waffen aus Deutschland in fast allen Konflikten auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Und so, dass es teilweise der Fall ist, dass alle an einem Konflikt beteiligten Parteien mit Waffen aus Deutschland aufeinander schießen. Das Thema Rüstungsexporte ist aktuell wie eh und je. Im Jahr 2020 hat Deutschland Rüstungsgüter im Gesamtwert von fast 5 Milliarden Euro exportiert. Und noch immer geht ein großer Teil der Lieferungen an Drittstaaten. Der Bremer Anteil an den gesamten deutschen Rüstungsexporten lag bei 5,5%. Gesamtwert 322 Millionen Euro. Bremen gehört mit zu den wichtigsten Rüstungsstandorten in Deutschland. Wir haben zum Beispiel mit Atlas Elektronik, der Lürsenwerft oder Airbus Defence zum Beispiel wichtige Rüstungsstandorte. Das wäre zum Beispiel von der Lürsenwerft militärische Schiffe bis zur Größe von Fregatten, aber eben auch Teile für die Raumfahrt oder eben auch Rüstungssoftware, die in Bremen hergestellt wird. Laut einer Auskunft des Bremer Senats wurden im vergangenen Jahr unter anderem die USA, Südafrika, Island und Kanada mit Waffen aus Deutschland beliefert. Aber auch Länder wie Saudi-Arabien oder Mexiko gehörten zu den Kunden. Marco Förster von der Greenpeace-Ortsgruppe Hildesheim sieht das kritisch. Es gibt zum Beispiel in Mexiko, sagen wir mal Bundesstaaten, die eigentlich nicht beliefert werden dürfen mit Waffen. Dort sind aber Waffen aufgetaucht, die aus deutscher Produktion stammen. Und es wird vermutet, dass die über Ersatzteile dorthin gelangt sind. Und über die Waffenersatzteile und auch Munition gibt es nicht so eine Kontrolle wie über Kriegswaffen direkt, die dann von der Bundesregierung abgesegnet werden müssen. So sollen etwa bei der Massenentführung und Ermordung von 43 mexikanischen Lehramtsstudenten im Jahr 2014 auch Waffen aus Deutschland beteiligt gewesen sein. Waffen, für die es keine Exportgenehmigung gab. Wegen illegaler Kleinwaffenexporte wurde der Hersteller Heckler & Koch zu einer Strafe von 3,6 Millionen Euro verurteilt. Auch Saudi-Arabien zählt zu den umstrittenen Empfängerländern deutscher Waffen. Am Beispiel von Saudi-Arabien ist es ja so, dass Saudi-Arabien Krieg führt gegen Jemen und dort halt auch die Zivilbevölkerung darunter leidet. Und da fordern wir auch, dass in solche Kriegs- und Krisenregionen keine Waffen mehr geliefert werden dürfen. Die Welt der Waffenhändler kennt er ziemlich gut. Nikita Teryoshin ist Fotograf und hat mit seiner Kamera Waffenmessen überall auf der Welt besucht. Seine Ausstellung Nothing Personal, The Back Office of War wird im Rahmen der Greenpeace-Aktion gezeigt. Ich möchte jetzt keine bestimmte Atmosphäre vermitteln, sondern ich möchte letztendlich Ausschnitte zeigen aus dieser Welt. Was ich weglasse, sind die Gesichter, angelehnt auch an den Titel Nothing Personal. Aber es ist mir auch sehr wichtig, klar zu machen, dass es ein globales System ist, ein globales Netzwerk. Was mir halt wichtig war, einfach zu zeigen, dass es eben überall gleich aussieht. Du kannst ja gar nicht mehr sagen, welches Bild wo entstanden ist. Nikita Teryoshin zeigt in seinen Bildern die ganze Absurdität des globalen Waffenhandels. Eine Anekdote, die er persönlich erlebt hat, veranschaulicht das besonders. Ein besonderes Erlebnis war eine riesige, pompöse Torte, die man in Abu Dhabi bei der Abschlusszeremonie der Messe angeboten bekam. Und auf dieser Torte, die auf einer Holzpalette stand, gab es in der Mitte eine riesige Explosion, aus der Flugzeuge und Panzer kamen. Und
das Ganze war umrahmt von ziemlich riesigen Bomben. Als die Zeremonie vorbei war, haben die Anwesenden angefangen, diese Torte, also erst Stücke daraus zu schneiden und dann einfach mit so kleinen Plastikgäbelchen die einfach von dieser Palette zu essen. Und was mich auch an ein Schlachtfeld auch nochmal erinnert hat. Die Ausstellung von Nikita Terjoschin wird mit der Beluga 2 weiterreisen. Noch bis Ende August ist das Schiff in Deutschland unterwegs, um für ein neues Rüstungsexportgesetz zu werben. Die Tour führt die Beluga 2 unter anderem über Mainz, Würzburg und Frankfurt. Am 27. August wird sie dann aller Voraussicht nach in Berlin ankommen. Im Gepäck die gesammelten Unterschriften.